Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Unboxing von mir. Ich heiße Rena und ihr seid hier auf meinem Kanal Craft with Rena gelandet. Ich freue mich, dass ihr da seid. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich mache Unboxing-Videos, Haul-Videos von verschiedenen Shops und stelle sie euch vor und painte es auch. Also es ist nicht nur ein Vorstellen, sondern ich nutze auch die Produkte. So, heute habe ich etwas für euch und zwar neue Schiffchen. Sowas wie dies hier. Das hier ist jetzt eins von Duck, Diamond Art Club. Und zwar habe ich auch schon von verschiedenen Shops habe ich schon Schiffchen vorgestellt. Aber ich habe auch noch Schiffchen von Shops, die ich noch nicht vorgestellt habe. Naja, wie dem auch sei, hier habe ich jetzt einen deutschen Shop. Und zwar, vielleicht hat es der ein oder andere auch schon auf YouTube gesehen oder auf Instagram. Da gibt es schon ein paar Unboxings von diesem Shop und zwar Kefco Design. Habt ihr schon im Thumbnail gesehen. Und ich habe mir da auch etwas bestellt. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo ich das aufmache. Ich habe es jetzt über Instagram bestellt bzw. Kontakt aufgenommen mit Kefco Design. Also man kann ihn anschreiben und dann fragen, welche Farben er zurzeit da hat. Es ist noch ein recht junger Shop. Er hat jetzt erst angefangen 3D zu drucken bzw. diese zu verkaufen. Man geht ja nicht online, wenn man nicht schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Und das Besondere an diesen Schiffchen ist erstmal, dass ich die Verpackung nicht aufkriege. Also sehr gut verpackt. Man kann dann auch selber wählen, mit welcher Verpackung man das versendet haben will. Kommt halt drauf an, wie viel Geld ihr in das Porto stecken wollt. Das bleibt einem selber überlassen. So, ich hoffe, ich habe es jetzt irgendwie hier richtig mal aufgemacht. So, ja. Okay, also erstmal super mäßig verpackt. Also ich habe die mittlere Variante genommen mit einem kleinen Karton. 3,99 Euro, glaube ich, waren die Verpackungskosten. Ja, also das ist schon mal super. Als Polster. Och, das ist ja süß eingepackt, ne? In Geschenkpapier. Das finde ich toll. Dankeschön. So. Und ich hatte mir Farben ausgesucht. Und jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt wollen wir mal gucken, mit welchem wir anfangen. Ach, das ist ja hier. Wie wenn man Geburtstag hat. Ah, ja, genau. Und zwar wollte ich eins haben in Neon Orange. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich tue mich immer schwer mit den Farbkombis. Welche nehme ich denn? Welche nehme ich nicht? Welche passen nicht? So, und jetzt guckt euch mal diese Farbe an. Ich hoffe, man kann das auch sehen über die Kamera. Also es ist wirklich Neon Orange mit einem leichten, ja, also hier an der Seite ist es matt, aber hier oben ist es glänzend. Also so von der Verarbeitung sieht das schon mal sehr gut aus. Hier unten habe ich weiß, glitzert auch. Kann man schlecht wiedergeben. Ne? Das Besondere an diesen Schiffchen sind die Magnete. Ach, das ist ja nett. Er hat noch Steinchen mit dazu getan. Dann können wir das gleich ausprobieren. So sieht das Schiffchen von innen aus. Ich mag weiß ganz gerne, weil da kann man dann alle Steine sehr gut drin sehen. Und hier gibt es diesen, ich nenne das jetzt mal Washi-Tape-Rand. So ein Schiffchen habe ich nämlich noch nicht. Und hier haben wir Magnete drin, sodass man, wenn man jetzt mal Pause machen möchte und man möchte nicht die offenen Schälchen rumstehen haben wegen Staub oder so, dann macht man einfach den Deckel drauf. Oder man nutzt den Deckel zum Ausgießen der Steine. Und dann haben wir hier vorne, das ist ja auch ganz süß gemacht, mit so einem, genau, Laser.
ist alles super entgratet und ist nix, bleibt man nirgendwo hängen. Ein Diamant drauf, passend zum Diamond Painting. Und auch hier könnt ihr sehen, ist ein Magnet drauf. Und genau, der setzt sich dann quasi hier mit dem Magneten genau fest. Ja, flutscht gut rein. Und das ist natürlich praktisch. Ich habe schon ein Magnetschiffchen von Bella Art de Nicole. Zeige ich dann mal bei Gelegenheit, wenn ich das. Ich habe da auch ein Bild bestellt, wenn ich das Bild unboxe. Und ich finde das sehr praktisch. Zum Stapeln auch. Genau, das ist die eine Farbe, die ich bestellt habe. Und wir probieren das gleich mal aus. Hier haben wir zwei AB-Farben. Das ist auch sehr süß. Das ist ein schönes Goodie. So, dann wollen wir hier nochmal gucken. So, hier haben wir, hier hatten wir so eine Variante, da wollten wir was ausprobieren. Jetzt packe ich erstmal dies hier aus, bevor ich hier Quatsch erzähle. Genau. Also diese Farbe hatte ich zuerst. Naja, es ging immer ein bisschen hin und her. Ich bin da ja auch ein bisschen unentschlossen, was die Farbwahl angeht, ne? Die Kombis, Farbkombis angeht. Und hier hatte er dann neue Filamente noch gehabt. Und da hatte ich mir eigentlich diese Farbkombi ausgesucht. Und da ist aber, man sieht das hier dann auch, die Unterseite nicht so gut geworden. Ne? Hier. Aber das hatte er dann auch sofort gesagt. Und dann habe ich mir einfach nochmal ein anderes mit einer anderen Farbkombi ausgesucht. Aber diese Farbkombi finde ich eigentlich sehr schön. Ne? Hier ist so ein Goldton und hier sind so ein Blau, hellblau-türkis. Ja, eher ins Bläuliche, ne? Also dieser Farbverlauf finde ich auch richtig schön. Hier vorne auch wieder. Wieder super. An sich ist das Schiffchen in Ordnung. Nur hier halt, dass hier die Grate sind. Aber sonst, ich probiere das trotzdem. Also man sieht hier auch an den Wänden, dass es sehr, sehr robust ist, ne? Also wenn ich jetzt, also ich habe hier halt so ein normales weißes Schiffchen. Das ist halt viel dünner, ne? Ist auch ein bisschen größer. Die ganz großen wollte ich nicht, weil ich eigentlich immer so mit den kleineren Schiffchen painte. Im Moment bei meinen Bildern habe ich irgendwie ja doch recht viel Farbwechsel, Konfetti, so dass mir die kleinen Schiffchen reichen. Und die haben so eine Mittelgröße irgendwie, ne? Zwischen klein und groß. Finde ich sehr schön. Und das ist dann hier die Farbe Steampunk. Ist halt oben auch wieder so glitzerähnlich, so braun und hat so einen Verlauf, hellbraun. Und die Unterseite war. Ich blende euch das gleich nochmal ein, weil ich habe die zweite Farbe vergessen. Silber ist das, glaube ich. Eigentlich müsste das Silber sein. Genau, Steampunk Silber. Wobei hier erscheint es mir, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen Probleme mit den Augen, eher so bläulich. In dem Licht, wo ich jetzt gerade bin. Ja, es ist so ein Mittelding, ne? Zwischen Silber und Blau irgendwie hell, so dunkelblau, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Genau. Hier sieht das Ganze fast
fast braun aus. Das ist halt so Steampunk. Das ist auch so ein Farbverlauf-Garn, hätte ich beinahe gesagt, Farbverlauf-Filament. Und da ist es dann immer Zufall, ne? Wie man gerade, wo man gerade am Filament steht, ne? Welche Farbe man dann abbekommt. Aber ich finde es gut gelungen. Passt. Und ein Schiffchen kostet 9,95 €. Genau, ich glaube 9,95 € oder 99. Genau, hier vorne auch wieder der Diamant schön, schön geworden. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. So, dann wollen wir doch jetzt mal gucken. Also Neon-Orange, ne? Ist richtig geil, die Farbe. Hä? Ich fange ja bald mit meinem 300-Bild an. Und da habe ich ja auch ganz viel Orange mit den Kois. Könnt ihr hier mal gucken, das Unboxing, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und da brauchte ich irgendwie noch ein passendes Schiffchen. Ja, ist auch bekloppt, ne? Dass man das passende Schiffchen zum Bild kauft. Ist auch ein bisschen bekloppt eigentlich. So, machen wir hier mal die schönen blauen rein. So, mal gucken. Ich habe jetzt natürlich, machen wir mal alle rein. Ein bisschen wenig hier. Nicht, dass sie mir jetzt hier alle durchrutschen. So. So, da kann man mal gleich sehen, dass die Rillen auf jeden Fall auch für runde Steine geeignet sind. Ja, also perfekt für runde Steine, wenn man das hier so sieht. Super. Weil ich hatte tatsächlich Probleme, als ich mein Winterbild von Diamond Art Club angefangen habe zu painten. Und zwar ist das dieses Gingerbread House. Könnt ihr auch auf Instagram meine Bilder angucken. Da poste ich immer so den Zwischenstand von meinen Bildern, die ich gerade painte. Und da hatte ich tatsächlich ein Problem mit dem passenden Schiffchen. Und zwar alle Schiffchen, die ich hatte, zuerst waren, da waren die Rillen zu eng. Ja, da blieben immer die runden Steine hängen. Und ich habe die dann nicht rausbekommen. Und das war echt unangenehm. Und natürlich mit dem mitgelieferten Schiffchen von Duck war das nachher kein Problem. Aber da hatte ich fast nur ein Schiffchen, was funktioniert hat letztes Jahr. Aber dann, gut, man kauft ja zwischendurch immer mal wieder Schiffe von anderen Herstellern. Und hier freue ich mich umso mehr, dass das auch für runde Steine geht. Ich habe zwar im Moment viele eckige Steinbilder, aber wie ihr hier sehen könnt, sitzen perfekt. So, wollen wir hier mal eckige Steine nehmen, damit wir den Vergleich haben. Da muss ich mal kurz aufstehen. Habe ich jetzt zufällig orange. Auch in dem Bild gibt es auch Knallefarben. Und wollen wir mal gucken, wie das dann aussieht. Dadurch, dass der Stopper oben drin ist, kann man ja auch noch mal so machen, dass die Steine sich ein bisschen verteilen und dann nach hinten schütteln. Genau. Oh, die liegen ja wie eine Eins drin. Okay. Also hiernach, das sind jetzt eckige Steine. Ja, haben wir auch wenig Platz zwischen den. Wie geht das denn jetzt? Sehr gut gewählt, würde ich mal sagen. Die Rillengröße liegen super drin. Seht ihr das? Liegen echt super drin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt will ich aber noch mal eins ausprobieren. Und zwar, wo habe ich meine Strasssteine? Habe ich hier meinen Turm, hätte ich beinahe gesagt. Naja, Turm ist es ja nicht. Aber wo ich so meine Zwischenbilder abkitte mit diesen Teilbildern aus Stras. Und jetzt will ich doch noch mal eine Sache probieren. Und zwar parken wir das einfach mal eben hier zwischen. Können wir gleich mal das Ausschütten üben. Deckel drauf. Stopper raus. So, gucken, habe ich alles erwischt? Ja, alles erwischt, super. Okay.
So, dann nehmen wir doch einfach mal eben hier die hier. Jetzt will ich es doch noch mal wissen, ne? Stopper wieder rein, damit mir die hier nicht so beim Schütteln rausfliegen. Weil eigentlich sind die Strasssteine, habe ich zum Teil festgestellt, wenn man die in diesem lilanen oder auch in diesem Sechser-Tray, was so ein bisschen rund ist, reinlegt, dann kleben die an den Seiten fest, weil die Rillen ein bisschen zu eng sind für die Strasssteine und für die runden Steine. Aber wie ihr seht, geht das auch wunderbar mit Strass. Also super, da bin ich richtig begeistert. Das finde ich richtig klasse. Super, gefällt mir sehr, sehr gut. So, hier ist einer noch. Gefällt mir sehr gut. So, Deckel. Zurückschütten. Ja, das klappt auch mega. So. Stopper wieder rauf. Ah, einer ist drin geblieben. Okay, kann schon mal passieren. Super. Also ich freue mich mega. Diese Farbe hier mit dem Steampunk Braun. Und unten eigentlich Silber. Wie gesagt, das sieht so ein bisschen bläulich aus. Aber vielleicht ist dieses Silberfilament so, dass es im Licht ein bisschen anders aussieht. Gefällt mir auch richtig gut. Man kann er auch so machen und dann wieder so zurück machen. Und super. Sehr gut. Vielen Dank, Kevin, für diese gute Arbeit. Ich freue mich riesig. Na? Man kann sie natürlich dann auch wunderbar stapeln. Ne? Tja, Kevin, jetzt fehlt nur noch ein Halter, ne? Ein Schiffchenhalter oder Schiffchen, wie nennt man das? Schiffchenständer. Ne? Schiffchenständer fehlt jetzt nur noch. Perfekt. Super. Das soll es auch schon gewesen sein. Jetzt habe ich wieder viel rumgelabert. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr kein weiteres Unboxing verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke hier unten irgendwo. Dann werdet ihr automatisch benachrichtigt. Guckt gerne auf meinen anderen Social Media vorbei. Bei Instagram, wie gesagt, poste ich immer auch die Zwischenstände meiner Bilder oder was ich sonst gerade so mache. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, Nachmittag, wann immer ihr das Video guckt und Happy Painting! Tschüss!